Hallo und herzlich willkommen zum Kniepergs Werkstatt TV. Ich bin Nico Boden und heute geht es um unseren Kobold S als Version mit und ohne Aussparung in der Schneide. Als Produktmanager habe ich die Entwicklung dieses kleinen Kraftprotzes bei uns im Hause betreut. Durch die effiziente Ausnutzung des Hebelgesetzes bringt es der Kobold S trotz seiner kurzen Baulänge auf eine bis zu 25-fache Verstärkung der Handkraft. Und damit schneidet er sogar Pianodraht bis zu einem Durchmesser von 3,3 mm. Damit beim Schneiden die Materialien in der Einlegeposition liegen bleiben und sie möglichst viel von der 25-fachen Verstärkung der Handkraft ausnutzen, haben wir auf den Schneiden eine Laserung angebracht. Dadurch wird verhindert, dass das Schneidmaterial vom Gelenk weg nach vorne hin rausrutscht. Dieser Kompaktbolzenschneider kann kompakter und handlicher nicht sein. Er ist nur 160 mm lang und ermöglicht durch seine schlanke Kopfform auch das Schneiden unter sehr engen Platzverhältnissen. Außerdem passt er in jede Tasche. Der Kobold S ist das jüngste Mitglied in der Produktgruppe. Der Name Kobold setzt sich zusammen aus Kompakt- und Bolzenschneider und das sind auch die wesentlichen Vorzüge dieser Familie. Sie haben trotz sehr kompakter Abmaße eine brutale Übersetzung und genau deshalb sind sie als täglicher Begleiter in der Arbeitswelt besonders interessant. Um Ihnen diese großartigen Vorteile der Produktgruppe optimal zugänglich zu machen, bieten wir den Kobold in verschiedensten Ausführungen an. Dazu zählen unterschiedliche Baulängen von 160 mm über 200 mm bis hin zum Kobold XL mit 250 mm Baulänge. Wir haben unterschiedliche Griffe mit Kunststoffüberzug oder für den höheren Komfort mit Mehrkomponentengriffen. Wir bieten verschiedene Kopfformen an, eine gerade Kopfform und eine mit gewinkeltem Kopf. Für Vielschneider gibt es die Option mit Öffnungsfeder und für die Arbeiten in der Höhe mit Befestigungsöse für die Verwendung einer Absturzsicherung. Abgerundet wird das Programm durch die Version mit der Aussparung in der Schneide. Auf den ersten Blick wird der Nutzen dieser Aussparung vielleicht nicht direkt klar. Der große Vorteil liegt aber darin, dass Sie als Anwender in der Lage sind, bei gleicher Baulänge Materialien mit weniger Kraftaufwand zu schneiden, als es ohne Aussparung in der Schneide der Fall wäre. Und warum ist das so? Die eingebrachte Kraft verliert ihre Wirkung, je weiter sich das Schneidmaterial vom Drehpunkt im Gelenk der Zange entfernt. Je dicker das Material ist, das ich schneiden möchte, je weiter ist auch die Entfernung zum Drehpunkt. Das gleiche Material liegt bei der Version mit der Aussparung deutlich näher am Gelenk. Heißt also, ich brauche viel weniger Kraft beim Schneiden. Das ist auch der Grund, warum der Kobold S mit Aussparung in der Schneide eine höhere Schneidkapazität bei Rundmaterialien hat als das Modell mit der geraden Schneide. Dafür ist dieses Modell besser geeignet zum Schneiden von Flachmaterialien. Abgerundet werden die Einsatzmöglichkeiten auch beim kleinsten Kobold durch die Anschlagfläche mit eingebrachter Riffelung unterhalb des Gelenks. Diese unscheinbare Applikation ist geradezu universell einsetzbar zum Greifen, Hebeln und Ziehen. Fazit: Der ohnehin schon vor Kraft strotzende Kompaktbolzenschneider Kobold S hat jetzt durch die Aussparung eine noch größere Schneidkapazität. Bei weniger als 200 Gramm Gewicht und einer Größe von nur 160 mm ist er der ideale Begleiter für den Arbeitsalltag, auch für kleine Hände.